Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat der erste Insider-Touri-Guide ganz gut gefallen. Und zwar fahren wir heute bei Richtung Landungsbrücken und auf den Kiez. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Und ansonsten wünsche ich gute Unterhaltung mit dem nächsten Teil. Das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace. So, nun machen wir nochmal einen kleinen Schwenker Richtung Landungsbrücken. Jedenfalls das, was man so ein bisschen sieht davon. Hier wieder eine Brücke. Also für die, die es nicht wissen, Hamburg hat mehr Brücken als Venedig. Kleiner Funfact am Rande. So, und genau, hier links ist jetzt die U-Bahn. Das ist einer der schönsten U-Bahn-Linien weltweit. Nein, keine Ahnung, aber hier ist halt die U-Bahn, die fährt direkt hier Landungsbrücken. Lustigerweise ist die U eigentlich unterm Boden, aber hier ist sie halt hochgelegt, warum auch immer. Aber der war nice. Keine Ahnung, welche U hier fährt. Ich glaube U2 oder U3. Frag mich nicht, ich bin kein Bahnfahrer. Aber hier bin ich auch schon mal lang geeiert. Ich kenne mich aber halt null aus und du fährst halt hier oben auf der U-Bahn-Strecke entlang Richtung Kiez und hast dann hier Landungsbrücken und wie das hier alles heißt. Und auf der linken Seite kannst du dann wirklich auf die Elbe gucken und auf das ganze, so auf einen Teil des Hafengebiets und so. Das ist eigentlich echt ganz nice. Gerade vor uns, das was so ein bisschen gelb leuchtet, ist das wie heißt das? Hotel Hafen Hamburg. Da oben ist auch eine Bar drin. Und das Ganze ist auf dem Berg. Also jetzt hier rechts von uns ist dann ein Berg, der ein bisschen hoch geht. Wie viel bergig das ist, weiß man auch nicht jetzt. Aber es ist halt ein relativ großer Hügel. Und dann ist da oben jetzt direkt parallel dazu die Reeperbahn. Links von uns ist dann auch der Eingang zum alten Elbtunnel. Also hier rechts hoch, da, oh das sieht ihr nicht, der rechts hoch ist jetzt direkt zum Kiez und links ist jetzt hier, wie heißt denn der Scheiß hier, alter Elbtunnel und das Blockbräu, das ist ein mäßiges Hofbräuhaus vom Blockhaus, wer Blockhaus kennt, wird dem einen oder anderen das vielleicht was sagen. Hier sieht ihr auch, dass es so ein bisschen hügelig ist, wo man hochlaufen kann. Ne? Also ein bisschen Berg am Start. Und hier links ist dann der alte Elbtunnel. War ich ewig lange nicht mehr drin, aber da kann man auch jetzt einmal unten drunter gehen und der ist immer noch auf, führt zu Fuß. Und jetzt fahren wir rechts hoch Richtung Kiez. Machen wir doch noch eine kleine Kiezrunde. Aber ich weiß nicht, ob das alles in dem Video kommen wird. Aber machen wir mal. Und wenn ihr jetzt theoretisch immer weiter geradeaus fahrt, kommt irgendwann die Elbchaussee und dann fahrt ihr immer weiter, immer entlang an der Elbe. Und auch ziemlich nice Ecke, da werden wir auch irgendwann mal machen, habe ich gerade beschlossen. Ansonsten rechts von uns ist ein Hotel und im 20. Stock ist eine Bar drin. 20 Up nennt sich das Ganze, also hast im 20. Stock eine Bar. Kannst gucken auf Kiez und auf den Hafen, das ist eigentlich ganz nice, das hat so den Charme. Jetzt wird es interessant für die Puffgänger unter euch. Zwar dürfen die Nutten eigentlich arbeiten? Keine Ahnung. Links von uns ist jetzt die Davidstraße, da wo die Frauen auch nicht langlaufen dürfen. Wenn ihr eine Freundin habt, die ihr nicht mögt, oh, das ist direkt die Polizei von mir, dann schickt sie dort unbedingt rein und sagt ihr nichts. Dann gibt es auf jeden Fall ordentlich Hackmack mit den Huren. Die wollen nämlich Huren genannt werden und nicht Nutten. Ich nenne die trotzdem Nutten. Für mich sind es halt immer Nutten. Und die... Oh, zum Glück nicht. Und die Nutten, die eigentlich sonst auch hier links und rechts immer stehen. Das ist ja alles leer, Digga. Fuck. Die immer hier stehen, die Burger King Nutten und alles. Alles weg. Krasse Scheiße. Richtig heftig. Normalerweise ist hier immer alles voll mit Nutten.
Ja, ich wurde hier aufgehört. Die Nutten wollen eigentlich nicht Nutte genannt werden, sondern Prostituierte. Nee, nicht Prostituierte, sondern Hure. Hure ist deren, ja, ich glaube, das ist ja die richtige Betitelung oder Bezeichnung dafür für den Job. Aber ich finde Nutte halt einfach viel korrekter als Wort. Ich finde es auch viel netter eigentlich so. Außer man sagt, es ist du dumme Nutte, aber eigentlich ist es halt Nutte, finde ich chillig. Ja, sonst direkt rechts von uns. Bullerei bis zum Abwinken. Hier ist nämlich die Davidswache. Da ist nämlich, ich glaube, das ist die Hamburgs heftigste Polizeiwache. Hier ist am meisten Rambazamba. Und links und rechts von uns der Kiez. Und hier ist die Reeperbahn. Normalerweise viel mehr Licht, viel mehr Action. Eigentlich ist echt krass. Außer die Punker und Gruftis, die jetzt hier an der Straße noch chillen. Ein Taxi, Digga, das ist unfassbar. Normalerweise stapeln sich die Taxen hier und du findest hier so viel Taxen bis zum Abwinken. Ansonsten, es gibt hier noch Puff, auf jeden Fall am Start. Du kannst hier im Surf bei LTU oder wie das da heißt, da kannst du hier Urlaubs buchen. Wir haben auch ein Six auf dem Kiez, also kannst du dir auch einen Flug buchen und Auto mieten. Hier ist ein Laufhaus, hier puffmäßig kannst du reingehen, kannst die Nutten anschauen und dann dort Fiki Fiki machen. Ja, hier auch unfassbar, dass man hier lang fahren kann, dass hier Taxen sich nicht stapeln, ist auch sehr ungewöhnlich. Hier rechts ist jetzt die große Freiheit. Jetzt zeige ich euch das mal, das nehme ich nochmal ab, weil das sehenswert ist. Aber wieder ohne Beleuchtung, alles dicht, ein bisschen gammelig leider. Aber dafür können wir das Ganze mal heute machen, weil das ist sonst eigentlich unmöglich. Hier, wer kennt sie nicht, hier war die altbekannte und jedem bekannte Kiezklatsche. Hey, Alter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, bleib mal still. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Ausstechern rumzureden. Genau hier. Ich dreh mal ein bisschen auf. Hier, Kiezklatsche. Hier ist neu. Hier haben die solche Musikanten hingestellt. Das sind die Beatles. Oder sollen die Beatles sein? Ganz viele Fotos werden hier immer gemacht. Ja. Da vorne. Warte. Nee, hier sind die Beatles. Und hier ist normalerweise immer Rambazamba. Hier findest du immer Millionen von Menschen. Und ja, bekannte Kiezklatsche. Ich mach mal weiter hier. Zack, Handy wieder. Nicht Handy, wenn das meine Handykamera-Qualität wäre, das wäre echt göttlich. Ist das jetzt besser so? Immer dieser Scheiß-Dingens. Naja, egal. Müsst ihr mit leben. Das ist der Kiez hier, bekannte Kiezklatsche. Da hinten sind auch noch so ein paar Puffs. Also Thai-Puff, Thai-Oase oder so ein Scheiß. Dann gibt's. Die Thai-Oase ist die Karaoke-Bar. Dann gibt's aber auch noch irgendeinen Thai-Puff da, die Ecke. Hier rechts kam auch ein bisschen neu. Naja, so, ich drehe nochmal, fahren wir nochmal einmal andersrum über den Kiez. Schon wieder die lieben Freunde und Helfer hier. Aber wir drehen mal entspannt. So, hier wieder jetzt ganz interessant. Links von uns Reeperbahn, geradeaus wieder runter Richtung, wie heißt denn der Laden hier? Richtung Hafen, Richtung große Elbchaussee nennt sich das, glaube ich. Ja, hier mal der typische Hamburger Bus. Und jetzt fahren wir den Kiez, die Reeperbahn noch mal einmal anders entlang herum entlang. Mal wieder, da sehe ich wieder die Bullen im Anflug. Hinten im Rückspiegel. Ich rieche die ja auf Meilen. Ich sehe die auch auf Meilen. Ja, ja, ja. Das ist noch aus der damaligen Rollerzeit und Mofa-Zeit. Naja, so. Dann sieht man da hinten im Horizont so weiße, viele Punkte. Das Ganze nennt sich die tanzenden Türme. Da oben ist Restaurant drin, steakmäßig. Muss ich ganz ehrlich sagen, war da schon mal essen. Steak ist sehr krank teuer, vom Preis aber in Ordnung. Also da gibt es bessere Steaks bei mir zu Hause tatsächlich.
Aber die Location ist halt nice, mitten auf dem Kiez auch ganz korrekt. Hat man auf jeden Fall ein bisschen was. Und ansonsten, ja, hier auf dem Kiez ist halt immer mega viel Heckmeck. Also jetzt heute ist echt komplett tote Hose. Ich bin froh, dass überhaupt noch die Lichter an sind, weil normalerweise ist hier echt einiges los. Mal gucken, jetzt haben wir ein bisschen Verkehr hier. Aber sonst ist hier echt immer super viel los. Ja, jetzt hier rechts von uns neben Tipico ist auch der Frieda B zum Beispiel, und da stehen auch ganz viele, sagen wir mal, die ganzen Hartgeldnutten mit ihren geilen, wie nennt man das, mit den Plüschschuhen und Bomberjacke und derber nicer Umhängetasche direkt hier rechts von uns. Sind jetzt die Burger King Nutten immer. Und hier rechts von uns die Davidwache, da wo wir eben rausgekommen sind, ist jetzt direkt rechts von uns. Hier rechts ist auch so ein Wurstladen, hier auch immer normalerweise krass beleuchtet. Aber jetzt nicht. Ansonsten war hier irgendwann mal Reeperbahn-Fest, weiß nicht, ob ihr das mitgesehen habt. Da war hier alles voller Buden. Da konnte man auf jeden Fall ganz nice essen. Hier ist noch ein Stück weiter. Direkt an den tanzenden Türmen ist ein Theater. Also hier tanzenden Türmen, die weißen Punkte. So ein Ding hat mir übrigens mal gebrannt, normalerweise auch beleuchtet. Und hier rechts ist halt Musicals, nicht Theater, Musicals. Aktuell spielt Tina Turner. So. Und jetzt fahren wir wieder weg vom Kiez. Hier links von uns ist gerade Sixt. Sixt auf jeden Fall, wie gesagt, kann man dann sofort Auto mieten, ein bisschen Welle machen. So, und wenn wir jetzt hier geradeaus weiterfahren, das machen wir einfach mal. Das wird jetzt halt die Hamburg-Episode bei Nacht Inside-Touri-Guide. Dann geradeaus wieder Richtung Hafen City, parallel dazu jedenfalls. Und wenn wir jetzt hier links lang fahren, dann kommen wir wieder direkt zur Alster. Da, wo wir nämlich eben waren, und dann haben wir einmal die komplette City-Tour abgehakt. Aber das machen wir mal ein paar Sequenzen, nicht alles auf einmal. Das Licht flackert so wegen der Kackstraßenbeleuchtung. Müsste durch, kann ich auch nichts für. Ist halt nicht. Ja, so auf 50. Aha, die haben 50 Frames. Okay, auf 100. Auf 50 und auf 100 mögen die das. Ja. Tut mir leid, dass ich nicht komplett die Kamera mal drehen kann, aber ich habe hier so ein kleines Stativ drin. Die Kamera, die dicke Spielreflex hängt hier nämlich auf einem kleinen Stativ und da ist nicht mehr Platz, die anders zu justieren, und sonst würde ich auch nicht mehr sehen. Deswegen ist sie genau auf Höhe der A-Säule, leider. Und das ist technisch nicht anders möglich. Es läuft denn darum? Irgendeine Tante mit Perücke. Hamburg gibt es doch echt lustige Leute. So, ja, geradeaus Richtung Alster wieder. Links von uns sieht man auch den Fernsehturm. Aber der ist gerade nicht großartig am Start. Und links von uns ist so ein, ja, ist das schon Richtung Eingang, Planten und Blumen. Ist ein ziemlich großer Park mit Wegen und ein bisschen Seen und Wiesen und Blumen und Kinderspielplatz und allem möglichen Schnickschnack. Alles mittendrin. Ist jetzt links von uns, zieht sich echt, echt weit drüber. Bis zum Fernsehturm, und da am Fernsehturm links ist dann auch Messehalle. So, mache ich die Tour komplett, wieder Polizei am Start. Ihr seht, ich habe nichts zu tun, die haben nichts zu tun, sind wir auf jeden Fall heute mal auf einem Nenner. Ja, links von uns Planten und Blumen, links von uns Fernsehturm, leider nicht zu sehen alles. Und jetzt geradeaus weiter, und jetzt rechts von uns ist dann die City. So, fahre ich da noch lang? Ja, fahre ich noch lang. Nee, fahre ich nicht lang, mache einen kleinen Schwenker. Nee, hier kann ich auch nicht rechts. Fuck. Kann ich rechts? Dann fahre ich rechts. Nee, fahre ich nicht rechts. Dann drehe ich nochmal die Runde auf, entspannt. So, also hier links von uns sehen wir jetzt Casino. Sogenannte Esplanade. Dann rechts von uns haben wir das Opernhaus.
irgendwo da hinten. Aber guck mal, den Mond auch noch hier am Start. Opernhaus am Start. Staatsoper. Sagt geradeaus jetzt Richtung Alster, wo wir die Tour gestartet haben. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten links fahren nach Hause. Den fahren wir geradeaus. Dann drehen wir eine andere Runde. Hier rechts sind die Kolonnaden, wo ich eben gezeigt hatte, Richtung Starbucks und Alster. So, dann fahren wir nochmal rechts ab und drehen die Runde. Hier seht ihr es jetzt. Hier war der Filmstart an dieser Säule hier. Zack.